Die Ortsumfahrung Dorf Itter ist zurzeit die größte Baustelle im Straßenbau in Waldeck-Frankenberg. Es beginnen nun die Arbeiten zwischen dem alten Bahnübergang bei Dorf Itter und dem alten Bahnhof Dorf Itter. Hier ragt eine Bergnase in die alte B252 hinein und die wird entschärft. Das heißt, die Kurve wird etwas flacher gemacht. Hessenmobil zeigte bei einem Pressetermin die umfangreichen Erdarbeiten, die von der Arbeitsgemeinschaft Rode und Wachenfeld an dem Berghang durchgeführt werden. Der Bagger steht oben auf der Höhe und wird satellitengesteuert haargenau angesetzt, wo bergab getragen werden kann oder wie weit der Baggerfahrer Marco Backhaus aus Altenlotheim an den Rand heranfahren kann. Links ist ein Rückeweg, der so weit präpariert wurde, dass man später dort loses Geröll wegbaggern kann. Bei einem Pressetermin zeigten Hessenmobil sowie die Firma Rode und Wachenfeld den Fortgang der Arbeiten. Geplant ist, bis 28. August die Arbeiten abgeschlossen zu haben. Der Punkt ist, wir haben gemessen.